Ein Schwabe inmitten einer Tango-Milonga in Buenos Aires. Er hat sein Leben dem Bandoneon verschrieben. Bernd Fingers aus Neuhausen auf den Fildern. Und natürlich dem Tango. Der Tango, das ist ja alles, das ist mein Leben sozusagen. Also da gibt mir alles. Hier in der Millionenmetropole Buenos Aires, wo Bernd Fingers vor 11 Jahren ankam. Nach einem Fotografiestudium ab über den Atlantik als Nike-Schmeckter in Argentinien. Heimweh? Heimweh? Nein, habe ich nicht. Manchmal ist es mir hier zu viel Verkehr, zu viel Stress, aber Heimweh habe ich nicht. Vermisse ich was? Naja, also vermisse ich was? Die Maultaschen. Dafür hat er jetzt Mate, den traditionell argentinischen, belebenden Grüntee. Und eine Bandoneon-Ausbildung. Das Instrument erlernte er bereits in Stuttgart, wo seine Tango-Leidenschaft begann, bis er den entscheidenden Tipp bekam. Ich musste dann dem Rat folgen von einem Argentinier, der mir sagte, wenn man Tango spielen will, muss man nach Argentinien gehen. Eine musikalische Erfolgsgeschichte. Die Argentinier sind sehr offen, sehr herzlich und haben mich eigentlich immer gut empfangen. Und ich meine, ich bin ja hier sozusagen im Epizentrum des Bandoneons und habe aber nie das Gefühl gehabt, dass ich jetzt hier nicht teilnehmen darf. Er darf teilnehmen. Und wie? Bei der Milonga sogar als Solist. Der Tango ist sein Lebenselixier. Man wird schöner, man wird präsenter, man geht anders durchs Leben, man geht irgendwo hin und umarmt sich und verbringt schöne Stunden auf der Tanzfläche. Im Kopf ein Schwabe, im Herzen längst Argentinier.